wenn die Menschen sagen, ich bin für Frieden, wir sollten das nicht karikieren oder verspötteln. Auch im Krieg sollte die Perspektive und die Hoffnung auf Frieden präsent bleiben. Die Frage ist nur, welchen Frieden meinen wir eigentlich? Wenn es der Frieden ist, den einige meinen, wir sollten uns die Last von Entscheidungen in der Ukraine mal irgendwie, die sollten wir mal versuchen wegzukriegen und nehmen damit in Kauf, dass die Ukraine ihre Staatlichkeit aufgibt oder ein Drittel ihres Landes abgibt, das ist dann nicht der Frieden, den wir als gerechten Frieden bezeichnen können. Deshalb müssen wir der Ukraine helfen, weil Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf, sonst richtet sich möglicherweise die nächste Aggression gegen andere.